Bevor ihr euch beschweren wollt, dass ich auf einem toten Pferd rumprügel, ich hätte eigentlich auch Besseres zu tun, als diesen Mist zu bauen. Aber nein, wenn Thomas persönlich angekrochen kommt und diese Aufmerksamkeit will, kann er sie von mir aus gerne bekommen. Also Thomas, was hast du heute für uns? Dr. Joseph Nicolosi ist Psychotherapeut in Los Angeles. Thomas, nur damit ich das richtig verstehe. Du kommst aus den Tiefen des Vergessens in meine Kommentarzeile gekrochen, um mich mit dem Link zu einem Video zuzuspammen, zu dem du selber absolut nichts beigetragen hast. Zum Glück habe ich dafür einen passenden neuen Clip. Fuck you. Fuck you and fuck you. Er leitet die Thomas Aquinas Klinik. Seit über 15 Jahren hat er sich auf das Thema männliche Homosexualität spezialisiert. Mit seinem Therapeutenteam begleitet er wöchentlich 120 homosexuell orientierte Männer, die Veränderung suchen. Damit mir niemand vorwerfen kann, dass ich nicht nachgeguckt hätte, was diese Thomas Aquinas Klinik wäre, habe ich es mal gegoogelt. Und der erste Link, den ich finde, ist von Josef Nikolaus Bum Fum Bum 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 Bum. Also klicken wir mal drauf. If gay doesn't define you, you don't have to be gay. Gestützt von Focus on the Family und Fox News. Es ist mir scheißegal, ob das hier angeblich legitim ist. Das hört sich für mich extrem an nach, du musst kein Neger sein, wir können dich bleichen. Aber zurück zum Video. Is there any indication Ist Homosexualität angeboren? Wenn man sich die Forschungen näher anschaut, die biologischen und genetischen Studien, findet man, dass ihre empirischen Daten sehr dürftig sind. In anderen Worten, ich habe die Ergebnisse nicht verstanden oder fand die Ergebnisse doof, darum finde ich die Studie doof. Vor etwa 10 Jahren, Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, ich sollte erklären, warum ich auf den 10 Jahren so rumhacke. Oder im Kontext der Zeit 25 Jahre. Vor 25 Jahren hatten wir einen Bruchteil des Wissens über Hirnforschung, Genetik und Hormonalforschung, die wir heute haben. Dieser Typ stützt sich auf uralte Daten und sagt, aufgrund dieser vollkommen veralteten wissenschaftlichen Erkenntnisse kann ich euch kurieren. Weil wegen Jesus. Das Problem ist jetzt folgendes. Dieser Typ ist ein Doktor und ich gehe davon aus, dass er zumindest einigermaßen sein Handwerk beherrscht. Das heißt, um eindeutig zu beweisen, dass dieser Typ Scheiße labert, müsste ich alle Daten durchgehen, auf die er sich stützt, zeigen, warum diese Sachen mittlerweile nicht mehr up to date sind, und dann bessere neue Daten finden. Und das ist mir diese Scheiße einfach nicht wert. Also benutze ich meinen neuen Ich hab keinen Bock mehr Joker. I have 3 Y-Chromosomes, 6 Adams-Apples, pecs on my abs and fists for nipples! Bevor ihr euch aufregt, ich kann diesen Joker nur einmal pro Video benutzen und dafür muss das Video mindestens 5 Minuten lang sein. Das heißt, jetzt kommt noch irgendwas. Und ich habe eine Befürchtung, was jetzt kommt. Menschen werden geboren und sterben. Es war immer so, es war immer so. Ach Gott, verdammte Scheiße. Menschen belügen sich gegenseitig. Es war immer so, es war immer so. Ja, einige Menschen lügen. Einige Menschen schreiben komische Bücher, in denen sie sagen, dass ein Zauberer die Welt gemacht hat und sagen, es ist die Wahrheit. Menschen betrügen sich gegenseitig. Es war immer so, es war immer so. Thomas, du wiederholst dich ein bisschen. Die Gier des Menschen ist unersättlich. Es war immer so, es war immer so. Ja, Menschen suchen nach ihrem eigenen Vorteil. Das ist das Problem, wenn man endliche Ressourcen hat, aber unendliche Bedürfnisse decken muss. Königreiche bzw. Staaten und deren Machthaber beuten ihre Untertanen schamlos aus. Es war immer so, es war immer so. Ja, Macht über andere zu haben, sorgt in der Regel dafür, dass man korrumpiert wird. Es ist bei religiösen Machthabern nichts anders. Menschen führen Kriege und töten einander. Es war immer so, es war immer so.
Du weißt schon, dass direkt in der Bibel zu Krieg aufgerufen wird und die Bibel in der Geschichte mehrfach genutzt wurde, um Kriege zu legitimisieren. Menschen tyrannisieren andere Menschen. Es war immer so, es war immer so. Das ist schon das zweite Mal, Thomas. Menschen leiden unter ständiger Ungewissheit und Angst. Es war immer so, es war immer so. Glaubst du, dass ständiges Gelaber von Erbsünde, Teufel und Hölle irgendwas mit der Angst zu tun haben könnte? Oder siehst du da keinen Zusammenhang? Ehepaare brechen die Ehe und die Kinder müssen darunter leiden. Es war immer so, es war immer so. Nicht wirklich. Das Konzept des Ehebruchs, von dem du redest, ist relativ neu. Selbst im Mittelalter war es laut Kirche noch vollkommen legitim, wenn Männer zu Prostituierten gehen. In der Antike war es sowieso legitim, dass man auf Orgien und Lustknaben und sonstigen Zeug zugreifen kann, also sehe ich nicht, wie das schon immer so war. Die Menschheit ist selbstsüchtig. Es war immer so, es war immer so. Wiederholung ist nicht dasselbe wie Recht haben. Die Menschen sind widersprüchlich. Es war immer so, es war immer so. Hast du schon mal Shrek gesehen? Was du widersprüchlich nennst, bezeichnen andere Leute als vielseitig. Die Menschen leben sexuell unzüchtig. Es war immer so, es war immer so. Du weißt schon, dass es Menschen gab, lange bevor dein, wie auch immer du auf Züchtigkeit kommst, existiert hat, oder? Lange bevor deine Regeln, wo man was hinstecken kann, existiert hat, gab es Menschen, die Sachen irgendwo hingesteckt haben und gemerkt haben, hey, das fühlt sich toll an. Die Menschen bezahlen den Preis für ihr sündhaftes Leben. Es war immer so, es war immer so. Ja, wenn ich rauche, kriege ich wahrscheinlich irgendwann Lungenkrebs. Wenn ich wild durch die Gegend vögel, bekomme ich wahrscheinlich irgendwann irgendeine Krankheit. Und wenn ich im Winter ohne Jacke rausgehe, kriege ich eine Erkältung. Es nennt sich Konsequenzen. Warum war das immer so? Es war nicht schon immer so, du behauptest es einfach, damit deine Hypothese Hand und Fuß hat. Was aus deiner Hypothese momentan einen wabbelnden Torso gemacht hat. Glückwunsch! Oder anders gefragt, warum ist das immer so? Okay, erstens sind das zwei vollkommen verschiedene Fragen. Und zweitens könnte es daran liegen, dass coole Echo-Effekte nicht unbedingt dafür da sind, Probleme zu lösen. Weißt du, Thomas, ein ziemlich schlauer Typ hat mir mal was gesagt. Alle Ideologien haben eine einfache Antwort auf die Probleme der Welt. Und alle liegen falsch. Natürlich kannst du einfach sagen, das liegt an Sünde und das Heilmittel ist Jesus. Aber die Wahrheit liegt sehr viel tiefer. Es ist ein Teil der menschlichen Natur, das nicht einfach durch irgendeinen Apfel vor 6000 Jahren erklärt werden kann. Also ist jetzt die Frage, mache ich mit deiner komischen kleinen Videoserie weiter und habe am Ende einen neuen Tumor im Hirn? Oder gucke ich erstmal weiterhin Gravity Falls? Ich glaube, die Antwort ist relativ klar.